Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr schon am Titel gesehen habt und so weiter, darf ich begrüßen zur ersten Folge von Unranked to Diamond. Ja, das soll ein neues Format sein und wie ihr wahrscheinlich schon gecheckt habt, ist das eine Paladins Ranked Serie, die ich starten möchte. Ja, und warum mache ich diese Serie? Das liegt einfach daran, dass ich schon öfters mal Bock hatte, Champions zu spielen, ohne sie direkt vorzustellen. Außerdem habe ich einfach mal Bock gehabt, Ranked zu spielen und dafür wollte ich einfach mal diese Serie machen. Und in Let's Play Paladins werde ich dann einfach weiter Champions in Normal Games vorstellen oder irgendwelche Sachen ausprobieren. Ich möchte jetzt aber nicht einfach irgendwelche Ranked Games hochladen und so. Das wäre ja ein bisschen langweilig, sondern ich habe mir ein Konzept ausgedacht für dieses Format. Und zwar möchte ich einfach jede Folge anders gestalten. Das heißt, ich möchte immer wieder neue Formen des Videos benutzen. Und so kann es halt sein, dass mal irgendwie einfach ein Live-Commentary oder ein nachkommentiertes Gameplay kommt. Oder mal eine Montage oder ein Highlight-Video oder sowas. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und so möchte ich mich halt immer weiter ausprobieren und gucken, was liegt mir. Ja, also das nur mal kurz so als Erklärung, damit ihr checkt, was eigentlich jetzt hier so abgeht. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt einfach unten irgendeinen Kommentar. Ich beantworte die euch auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der ersten Folge. In Paladins muss man ja 15 Games am Anfang spielen, um eingerankt zu werden, die Qualifikationsspiele. Und hiervon seht ihr jetzt die ersten 5, also viel Spaß. Ach ja, und nochmal kurz zu dem Namen Unranked to Diamond. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie vorgenommen zu zocken, bis ich endlich Diamond bin oder sowas. Ich dachte mir einfach, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie nach da oben. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Aber sonst ist auch nicht schlimm. Das ist eigentlich einfach nur der Name, den ich einfach cool fand, um zu zeigen, dass es sich um ein Ranked-Format handelt. Aber eigentlich bin ich einfach nur am Anfang Unranked und schau mal, wie weit ich komme. Okay, das erste Match kann beginnen. Oh, wir sind in der Champ Select. Wir sind auf Belagerung Jaguar-Fälle, alles klar. Ich glaube, ich bin besiegt. Hätte ich nie gedacht, dass ich Sinn in meinem ersten Ranked Game spielen würde. Delia ist fucking Platin auf Level 16. Das erste Mal im Ranked gespawnt. Sinn gespielt. Obwohl ich den ja eigentlich gar nicht so oft zocke. Mit einem Standard-Deck, was ich aber bei Sinn kein Problem finde, da ich das Deck sehr geil finde. Und ja, da merke ich plötzlich, die Teammates haben die ganze Zeit mit mir geredet in der Champ Select und ich habe es aber nicht gecheckt. Erst jetzt kann ich die Geräusche, die ich die ganze Zeit gehört habe, zuordnen. Aber ist kein Ding, wir haben ja trotzdem ein gutes Team zusammenbekommen. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie es läuft. So, wir hatten einen sehr guten Start in dieses Game. Unser Makoa hat gleich den Punkt eingenommen. Er hat so ein bisschen die Shotcalls übernommen, der Makoa. War aber sehr angenehm, mit dem zu zocken. Hier erzählt er mir dann, dass ich lieber nicht sterben sollte. Auf die Idee bin ich allerdings selber auch schon gekommen. Fernando. Aber wie ihr seht, Ani88 war sehr ambitioniert bei der Sache. Und das hat uns auch geholfen, als Team super zusammenzuspielen und hier den Wagen ganz einfach durchzubringen. Der Lex kommt jetzt hier an, um mich zu flanken und deshalb kümmere ich mich dementsprechend erstmal um den. Das ist aber kein Problem für mich. Killing Spree. Okay. So, da war ich etwas zu greedy, da habt ihr sicherlich auch gemerkt, dementsprechend bin ich jetzt down gegangen. Was ihr vielleicht auch bemerkt habt, ist, dass ich keine Items hatte. Ja, professioneller Spieler hier. Ja, das habe ich jetzt geändert und da wollen wir jetzt weiter pushen. Und damit wir die Ulti auch nochmal benutzt haben. Auch hier eine unnötige Ulti, aber durch mein Q kann ich ja ganz easy wieder raus. Fernando. So, das allererste, was ich als Flanker in der zweiten Runde mache, ist auf den Damage Dealer, auf die Lea raufzugehen, die auszuschalten, deshalb laufe ich hier hinterher. Das macht mir keine Probleme, die ist ganz easy down. Und als nächstes müssen wir dann einfach nur noch uns um den Ruckus kümmern, damit wir die Mitte kriegen. Wir gehen hier alle zusammen drauf und dann ist auch der direkt down. No, okay, Escort, Platino. Fernando. Nice. Rokus. Ja, und ab dieser Stelle ging's dann los, dass Ani88 anfängt mit seinem Kumpel zu labern.
Ich war ja der Einzige aus meinem Team im Voice Chat, deshalb nicht so schlimm. Ich fand sogar ganz lustig, wie die da auf Spanisch geredet haben. Und er hat ja immer noch tolle Shotcalls gemacht, deshalb kein Problem, ne? Home, això també és cert, saps? Però aviam. També hi ha molts altres personatges que cal. Sí, han guanyat. Fanàtics. That's 5 in a row. Oh, I think he's in the bed. Oh, Faker, maybe trouble your death mark. Double kill. Oh, look at the rest. Look at the move. What was that? Unstoppable. Home, és per algú si dubte, no? Tira l'ulti, tira l'ulti. Saps quina ratxa porto? Ratxa de dins. Enemy double kill. Ratxa de 21. Enemy triple suma. Kill. I van amb dos tanques, eh? No vull morir, no vull morir, tio. Nice. 30 seconds remaining. Ay, Fernando. I need it last. Ah, yeah. No one has changed the law. Not yet, amigo. Da sehe ich, dass die Leon Lois geht da drauf, kriegt die ganz easy und dann kommt hier noch der Ruckus. Dos Victoria. Victory. Nice. Alter, ab in die nächste Runde. Lex. Und kein Tank. Ja, wir können, haben halt keine Chance im Kampf um die Mitte. Stop the payload. Wo sollen wir denn hier eine Chance haben? Also muss das Schild drauf geben. Ja, wir hatten halt einfach keine Chance. Das Game war schon in der Gem Select Over, also bevor es überhaupt angefangen hat. Denn gegen zwei Tanks ohne Tank zu spielen, das funktioniert nicht so toll. Was sollen wir tun, Alter? Es gibt nichts, was wir machen können. Ey, komm. Er sagt, no tank, no win. Nein. Nein. Es ist nicht passiert. Das Spiel ist down. Ja, da konnte man halt nichts machen. Ist blöd gelaufen. Aber hier nochmal das Highlight des Games. Wenigstens eine Sache, die an diesem Match cool war. Okay, die Gegner sind fast voll Gold, ein Platin. Eine Platin Cassie. Makoa, let the battle begin. Oh fuck. An enemy has drawn first blood. Bruh. Aha! Kacke. So, ich geh mal auf den Punkt. Hol den Ruckus hierher. Nice. Ist down. Jetzt kommen die Spacken von hinten an. Overtime. Oh fuck, die Gegner. Oh, das war dumm. Da hätte ich einfach den Punkt geben müssen. Stop the payload. Aber das passiert. Scheiße. Die ficken uns weg. Scheiße. Hab ich das gerade echt so hart verkackt? Ich treffe meinen fucking Hot nicht, aber wir killen ihn trotzdem. Nice, er geht auch down. 1-1. Einfach mal rein da hauen. Overtime. Killing spree. Haben wir? Okay, zwei Gegner gehen auch wieder direkt drauf. Cassie geht drauf. Oh, nice. Da führen wir. Haben wir.
nice, ich hab ihn. Und ich geh drauf. Da muss ich abhauen. Ich krieg noch die Heal von Sarah. Von der Sarah. 15 seconds remaining. Scheiße, ich gehe komplett drauf. So, 2-2 ist der Punktestand und wir gehen wieder direkt auf den Punkt. Wir müssen erstmal den Ruckus holen. Der ist down. Wir holen den Barrick. Er geht drauf. Nice. Geil. Wieder ein Punkt für uns. Kein Damage von der Ulti. He's down. Dann kümmern wir uns mal um Barrick. Okay, nein, er ultet. Wo ist der? Den habe ich, Ruckus. Nehme ich gerne. Oh, den nimmt mich aber auch gerne. Ach nee, hinter mir war der Kackturm. Erstmal den Hook verkackt. Zum Glück habe ich so viel. Kronos. Jetzt rein. Scheiße. So, 3 zu 3 steht's. Jetzt würde ich sagen, geht's um die Beobachter, das Ziel, um zu gewinnen. Dann wollen wir das mal machen. So, die ersten Prozente gehören uns. Der Hooker vielleicht etwas. Aber ein bisschen doof. Angesichts der Tatsache, dass die. Scheiße. Ja. Hätte nicht hooken dürfen. Need help! Okay, damit habe ich uns den Punkt wieder geholt. Jetzt müssen wir diese Scheiße nur noch halten. Da kommt jemand von der Side of Life. Ich muss mal mein Toppel ein bisschen safe. Nice, oh. Geil. Out of Comet hier bitte. Victory. Jawohl! Yes, boy. Yes, boy. Und Marcel Davis. Genau. Ash, I lag. Really, Nagger. Ash laggt. Kann ich soon. Unser Game ist wahrscheinlich im Eimer. Ah, wir wissen es aber noch nicht, ne? Das Game endet, wenn ein Team 4 Punkte hat und nicht vorher. Zumindest meistens. Manchmal endet es auch schon vorher. Das könnte einer dieser Fälle sein. Ja, schade. Das Game ist over. Kann man nichts machen. Die wollen, dass wir Double-Tag spielen. Ich kann nicht Ruckus spielen. Ich kann nicht Ruckus spielen. Sorry. Oh fuck. Und ein wütender Russe. So, ich musste also Ruckus spielen, obwohl ich Ruckus überhaupt nicht spielen kann. Und das hat man dann auch sehr stark gesehen. Wir haben das Spiel einfach haushoch verkackt. Wer killt mich hier gerade fast? Drogers, ne? Wir haben die ersten 2 Punkte dann direkt kassiert und anstatt dass wir dann versucht haben als Team noch was dagegen zu machen und vielleicht sogar noch zu gewinnen, haben alle angefangen sich gegenseitig zu flamen. Und vor allem der Lex hat uns im Voice Chat die ganze Zeit angeschrieben, unter anderem auch Russisch. Es ist nur ein Computerspiel. Das ging dann die ganze Zeit bis zum Ende so weiter und am Ende haben wir halt einfach verloren. So, das waren die ersten 5 Qualifikationsspiele, die ich gemacht habe. Ja, es hätte besser sein können, aber es war auch irgendwie ziemlich unlucky. Einmal halt einfach keinen Tank gehabt und da hat man überhaupt schon wenig Chancen, um zu gewinnen. Dann einmal eine Ashe mit Lags gehabt, das ist auch natürlich eher suboptimal.
und das letzte Game, wo einfach nur geflamed wurde, und so kann man natürlich auch nicht spielen. Aber ich denke, die zwei Runden, die wir gewonnen haben, waren auch wirklich nice Runden und da haben wir das auch wirklich verdient. Das war also die erste Folge Unranked to Diamond. Und wie schon am Anfang gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar, aber auch Vorschläge und so. Und egal welches Kommentar eigentlich, ich freue mich immer darüber. Dann bewertet auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den besten Kanal auf YouTube zu abonnieren. So, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, denn das war's heute von Drangedacht. Träumt das süß und gute Nacht. Ciao, Leute.